blicken wir auf eine Aktien-News der Woche. Und fangen wir mit FedEx an. FedEx gilt ja als Wirtschaftsbarometer, dadurch, dass man in der Logistik tätig ist und ja, da sein Kerngeschäft hat. Steigen die Pakete, also werden mehr Pakete versendet, ist das theoretisch oder der Marktwert ist so ein positiver Indikator für die Wirtschaft, für den Konsum. Sind es halt weniger Pakete als erwartet, dreht das eher in die andere Richtung. Und wir haben es gesehen bei der Zinssenkung, die Fed hat so ein bisschen ausgegeben, die Wirtschaft sei stabil. Einen Tag danach gab es ja sehr enttäuschende Zahlen. Die Umsatzprognosen und Gewinnprognosen wurden nicht erwartet. Man ist so ein bisschen auf die, ja, die Konsumenten, auf die billigeren Pakete umgestiegen. Deswegen hat deutlich der Gewinn gelitten. Und man gab ja eine Gewinnwarnung oder einen ja, negativen Ausblick für den Rest des Jahres bekannt, was so ein bisschen widersprüchlich ist zu dem, was die Fed gesagt hat. Und das könnte ein potenzieller ja, Indikator oder Signal für eine Rezession sein. Genau, der Wert verlor minus 15% und zog auch UPS, quasi einen weiteren großen Logistikanbieter, deutlich runter. Blicken wir noch einmal auf die Nike-Aktie. Da sehen wir, man ist hat sich von den Hochs deutlich bewegt. Wegbewegt ist einen deutlichen Abwärtstrend gerutscht. Da die steigende Konkurrenz, Lululemon, Adidas, machen dem Unternehmen stärker Konkurrenz. Dann haben wir einen ja, steigenden Wettbewerb und ja, nachlassende Wirtschaft in China. Da sinkt der Binnenkonsum, die Leute sind nicht mehr so konsumfreudig. Und generell muss man sagen, das ganze Momentum durch die hohe Inflation weltweit ist auch zurückgegangen. Das hat die Aktie natürlich belastet. Jetzt gab es eine positive News. Es gab einen Führungswechsel bei Nike. Der CEO John Donahoe ist zurückgetreten und der ehemalige CEO, der quasi vor seiner Amtszeit war, Elliott Hill, hat übernommen, der jahrelang quasi das Geschäft aufgebaut hat. Die Aktie des Sportartikelsherstellers infolge der News plus 10%. Blicken wir noch auf eine Rekordfinanzierung von der Microsoft-Tochter OpenAI. Wir sehen hier keine ISIN, keinen Ticker. Es ist ein privates Unternehmen, wie gesagt, eine Tochtergesellschaft von Microsoft, die ja an der Börse sind. Man konnte ja die Finanzierungsrunde von XI, einem ja, Venture Capital Unternehmen von Elon Musk, deutlich übertreffen. Man konnte in der Runde 6,5 Milliarden einnehmen, was dann quasi auf eine gesamte Wertung von 150 Milliarden hindeutete. Man muss sagen, die Nachfrage nach diesen Anteilen war größer als das Angebot. Das heißt, man hätte potenziell noch mehr Geld einsammeln können. Wollte aber die bestehenden Investoren leider oder nicht verwässern. Genau, das zu OpenAI. Dann gab es noch positive News von Microsoft. Man konnte die Dividende deutlich erhöhen oder hat es in Aussicht gestellt und man gab ein 60 Milliarden großes Aktienrückkaufprogramm ja, in Aussicht, quasi bei einer Marktkapitalisierung von knapp 3 Billionen, also 3.000 Milliarden, ist das relativ gering, aber ja, man verwässert die Aktionäre in dem Fall positiv. Der Kurs hat 1-2% reagiert. Genau, das dazu. Dann blicken wir noch einmal auf den deutschen Markt, auf den Immobilienmarkt. Da will quasi Vonovia die Übernahme der Deutsche Wohnen, also quasi im zweitgrößten Immobilienentwickler nach Vonovia, ja, vollständig integrieren oder man will das Unternehmen jetzt vollständig übernehmen quasi. Man hält bereits 87% der Anteile an der Tochtergesellschaft Deutsche Wohnen. Die restlichen 13% will man quasi den Aktionären, ich sag mal, abluchsen durch eine Kapitalerhöhung, wo man quasi die Aktien der Deutschen Wohnen in Vonovia tauscht, quasi dem Akquisitateur, die Aktie ist 3% gefallen, Deutsche Wohnen ist um 25% gestiegen und hat ein ja, neues Allzeithoch erreicht. Wir sehen ganz schön hier auch die, ja, wie der Immobilienmarkt durch die Zinsentwicklung beeinflusst wurde. Und man sieht hier schön diese Untertassenformation, beziehungsweise sie bildet sich leicht aus. Genau, das zur Vonovia. Blicken wir noch einmal auf Mercedes-Benz, der Wert quasi, der den gesamten Aktienindiz runtergezogen hat, aber als auch andere Automobilhersteller. Man gab eine Gewinnwarnung aus, beziehungsweise eine zweite Gewinnwarnung.
dann man ja, in China mit sinkenden Umsätzen oder sinkenden Absatzzahlen der Premiumfahrzeuge zu kämpfen hat. Man verliert immer weiter den Anschluss zu chinesischen E-Automobilbauern. Und generell muss man sagen, die Konsumflaute auf der gesamten Welt aufgrund der hohen Inflation belastet die Verkaufszahlen. Wir haben es, wie gesagt, bei VW gesehen, wo man mit Stellenentlastungen quasi gedroht hat, Werksschließungen. Und hier setzt sich das Bild dieser ja, sehr schwächelnden deutschen Automobilindustrie weiter fort. Die Aktie verlor zwischenzeitlich minus 8% und zog, wie gesagt, auch andere Autobauer aus Deutschland mit nach unten.